Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex. So. Da wäre noch Eisenerz. Du bist hier im Rumheulen. Die bleiben besser im Dunkeln verborgen. Da wäre Bier. Schleichen, während andere dich beobachten, ist ziemlich sinnlos. Ich kann dich sehen. Ja, ja, ist in Ordnung. Gute Haltung, Konservendose. Ach so, genau, hier geht's hier rein. Schleichen, während andere dich beobachten, ist ziemlich sinnlos. Ist ja in Ordnung. So, gespeichert haben wir ja gerade vorher. Dann würde ich mich doch gerne mal hier unten umschauen. Hier wäre noch eine Truhe. Mit den Wertsachen, alles klar. Da ist er. Er hat sich gerade an deinen Sachen vergriffen. Du hast wohl gedacht, du kannst mich beklauen, was? Gib das her. Sofort. Na los, Red. Verschwinde. Den Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Was soll der Scheiß? Du fragst mich, was der Scheiß soll? Du hast mich bestohlen und Red hat es mitbekommen. Dachtest wohl, eine Frau kann sich nicht wehren? Aber da liegst du falsch. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Können wir uns nicht anders einig werden? 1000 Splitter und wir sind quitt. Auf weniger lasse ich mich nicht ein. Wer mich beklaut, muss zahlen. Ich werde nicht zahlen. Dann bleibt nur zu hoffen, dass du die Wunden überlebst, die ich dir zufügen werde. Zieh deine Waffe. Irgendwie hätte ich es mir ja denken können. Wie gesagt, ich habe halt hier absolut keine Schnitte. Okay. Mhm. So. Ich hätte mir echt denken können, dass der uns da verarschen will. Na gut, immerhin kann ich mich hier noch ein bisschen umschauen dann. Einmal schlafen, dass wir wieder fit sind. Oh, sanftes Klopapier hat sie noch da. Wie schön. Tja. Ich glaube, dann habe ich hier erst... Na, da war ich, glaube ich, noch nicht. Fast alles hier mal erkundet. Geht's denn da runter? Mhm. Alter, Waffentestbericht. Interessant, eine Höhle. Auch gleich mit irgendwelchen Viechern. Oh. Da hat es wohl ein paar zerlegt. Schauen wir uns das doch mal an. Ja, ja, ist ja gut da unten. Ihr könnt mir ja eh noch nicht allzu viel. Das mit dem Sprengen ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, ne? So, da wäre noch jemand. Das wäre es dann, glaube ich, halt fast. Ich glaube, das da unten kann ich dann knicken. Und mit denen anlegen möchte ich mich allerdings auch noch nicht.
Wohl, das sind zwei. Hm. Ah, guck mal. Dingens halt. Sachen, die mich umbringen, wie eigentlich alles hier in diesem verdammten Spiel. Ah, Mann, ich bin so froh, wenn ich hier endlich mal was Anständiges habe, wo ich mich wehren kann und wo ich ein bisschen was aushalte. Es geht mir echt zu lange hier. Mit diesem schwächlichen Charakter. Es geht mir viel zu lange. So, dann können wir mal wieder zurückwuseln. Könnte ich auch normal, also normal hochklettern hier? Nur einigermaßen. Ich glaube, mit Jetpack geht es einfacher, wenn ich mal hier was sehen würde. So. Back to the roots. Vielleicht sollten wir auch mit Ray nochmal reden. Na? Ich glaube, mit dir reden wir erstmal nicht. Ist Ray eigentlich also markiert? Ist der. Nee, Red ist das ja, nicht Ray. Ray ist ja unser Kollege. Ich muss mich hier mit den Namen noch mal ein wenig an umgewöhnen. Tja, Kleiner. Ich glaube, jetzt gibt es erstmal Stress. Ich würde dir halt gerne aufs Maul hauen, aber ich glaube, du machst mich platt. Halt, halt, halt. Bevor du irgendetwas Überstürztes tust, mein Freund. Ja, ich habe Chloe verraten, dass du sie ausrauben wolltest. Und du hast jeden Grund, mich dafür zu bestrafen. Dich, Arschloch, mache ich fertig. Ich habe befürchtet, dass du dich erstmal abreagieren musst. Na gut, dann zieh deine Waffe. Ich kümmere mich darum. Okay, das geht aber. Kranke Veranstaltung. So, ich würde dich gern plündern. Geht leider nicht. Naja, haben wir zumindest mal unseren Punkt schon mal hier klar gemacht. Tja, du hast mit dem Falschen angelegt. Ich habe endlich mal jemanden besiegt. Hast du dich jetzt abreagiert? Ein wenig. Dann lass mich mal erklären, was ich mir dabei gedacht habe, dich bei Chloe anzuschwärzen. Ich habe das nicht umsonst getan. Wir beide haben jetzt einen großen Vorteil davon, dass ich dich verpfiffen habe. Ich sehe keinen Vorteil, nur dass du mich verarscht hast. Immer mit der Ruhe. Ich habe jetzt Chloes Vertrauen. Und das kommt auch dir zugute. Die Wertsachen von Chloe hätten ihre Schulden niemals gedeckt. Also habe ich mir gedacht, du willst wissen, warum sie den Tribut an den Duke nicht zahlen kann und ich will meine Schulden bei ihr loswerden. Gut zugegeben, du weißt noch immer nicht, warum sie nicht zahlen kann, aber dafür habe ich jetzt ihr Vertrauen. Gib mir ein oder zwei Tage und ich kriege heraus, wo ihre ganzen Splitter hinfließen und warum sie nicht mehr zahlen kann. Der alte Red gibt sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Und wieso sollte ich dir vertrauen? Solltest du nicht. Du solltest nie jemandem vertrauen. Aber leider hast du bei mir keine andere Wahl, als mitzuspielen. Außer natürlich, du willst gar nicht mehr wissen, wo Chloe ihre Kohle hat. Du musst wissen, ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Und solange ich absolut alle Parameter unter Kontrolle habe, klappen meine Pläne auch. Hätte ich dir davon erzählt, wäre ich das Risiko eingegangen, dass du es versaust. Aber zurück zum Plan. Ich werde Chloe bearbeiten. Komm in ein oder zwei Tagen wieder. Vielleicht weiß ich dann schon mehr. Triff mich dann in Chloes Laden.
Alles klar. Ja. Das gab zumindest mal ordentlich XP und eine Errungenschaft. Wie schön. Okay, dann warten wir da mal noch ein bisschen. Was haben wir denn sonst noch an Quests? Das mit dem Klären warte ich tatsächlich mal noch abgefallen für den Müllbaron. Ah ja, genau, das könnte ich mal noch machen. Wo ist denn diese Schrottlieferung? Außerhalb. So weit außerhalb, dass ich da auch erstmal nicht hinkomme. Na gut, vielleicht gehe ich mal die ganzen Schuldscheine mal noch eintreiben oder mich zumindest mal dran machen. Dann kriege ich zumindest wieder ein bisschen Geld. Die Frage ist, vielleicht renne ich am besten einfach mal rum. Bringt das was, hier rumzurennen und darauf zu hoffen, Leute zu finden, die einen Namen haben? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, so gut sind die Chancen dann nicht. Nee, dann gehe ich glaube ich doch mal nach draußen und gehe mir mal die Sache mit dem Müll da anschauen. Müll, beziehungsweise Schrott. Schauen wir uns mal ein wenig Schrott an. Ja. Hübsch. Warte mal, wo war denn Chemie? Das war alles bei Handwerk, oder? Wie gesagt, den einzigen Lehrer, den ich hier irgendwie noch nicht gefunden habe. Und da sind meine ganzen Sachen, die ich mir gerne, also die ich gerne lernen würde. Du bist allein, oder? Dann sollte das eventuell klappen, dich platt zu hauen, mein Lieber. Ich speichere trotzdem nochmal. Sicher ist sicher. Hast du da was zerlegt? Nicht zerliebt. Hopp. Na? So, genau. Wechseln wir den Fokus. Uiuiui. Ja, wie gesagt, es geht, aber es dauert halt so lange. Wenn es dumm läuft, haben wir die oben auch gleich noch angelockt. Halt auch immer nur einen auf einmal angreifen, weil das sonst halt nichts wird. Wie gesagt, dieser Spaß kostet halt 40.
Erfahrungspunkte, ich drück die falsche Taste. Es kann doch echt. Wie gesagt, ich freue mich so unglaublich, wenn ich hier mal eine Waffe habe, die Schaden macht und nicht den ganzen Schrott hier vom Anfang. Dann machen wir den Kampf halt nochmal. Na, Kleiner? Lust zu spielen? Ich glaube, das kann ich gerade knicken. Guck mal, was der aushält, beziehungsweise was wir halt eben nicht an Schaden machen. So. Wie viel hast du denn noch? Ja. Nicht mehr allzu viel. Gut. Speichern. Zwar wieder ordentlich was abgekriegt, aber diesmal haben wir es wenigstens überlegt und diesmal habe ich auch dann die richtige Taste gedrückt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein bisschen was. Stimmt, da oben war noch so ein Viech. Was habe ich eigentlich noch an Heilgedöns da, sag mal? Ich hätte noch einen mächtigen Heiltrank, 6 große Heiltränke und 5 normale Heiltränke. Tja, vielleicht sollte ich die auch mal langsam auf Quick-Slots legen. So, das sieht doch schon wieder etwas besser aus. Da war ja auch noch so ein Viech. Ah, hier ist verstrahlt. Ich warte hier. Warum? So schlimm war das jetzt auch nicht. Die Schrottlieferung. Wahrscheinlich hat irgendjemand die platt gehauen. Kann das sein? Mein Bruder hat mal versucht, an einem dieser weißen Türme hinaufzuklettern. Und? Kommt da noch was? Nö, er hat's nicht geschafft. Alter Windpark, ja. Erneuerbare Energien und so. Das ist doch noch ein Stückchen. Sah auf den ersten Blick gar nicht mal so weit aus. Aber es zieht sich tatsächlich noch so ein wenig. So, der Herr. Na komm, Ratti. So, na gut, die geben jetzt auch nicht wirklich viel Erfahrung, aber sind dann wenigstens leicht zu erledigen. Also die wirklich dicke Erfahrung war bisher Aufträge, weil für die Monster einfach nicht genug
Stärke und Ausrüstung haben. Na, Ratis? Talschrott. Du pennst einfach, Ethan. Ach, von dir haben wir, glaube ich, auch noch einen Schuldschein, ne? Goldbrocken. Na dann. Huch, was hast du denn hier verloren? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Außenstehender in diese Gegend findet. Die Ruinen locken normalerweise nur Banditen an. Aber wenn du ein Bandit wärst, hätte ich sicher eine Kugel im Schädel. Du bist Schrottsammler, richtig? Ja, und es ist ein hartes Brot hier draußen. Und wenn man sich nicht zu wehren weiß, dann bleiben einem nicht einmal ein paar Krümel übrig. Du scheinst oft Ärger zu haben. Ja, ich ziehe ihn förmlich an. Meistens werde ich Opfer meiner eigenen Leute. Da bringt es mir auch nichts, dass ich oftmals mehr aus den Ruinen raushole als die anderen Sammler. Überhaupt kann ich froh sein, wenn genug übrig bleibt. Andernfalls lassen sie mich am langen Arm verhungern. Ein Menschenleben zählt hier nicht viel. Der Müllbaron erwartet seine Lieferung. Ich weiß, aber es geht nicht. Es ist nicht meine Entscheidung. Mich interessieren deine Ausflüchte nicht. Nein, nein, nein. Alles Schrott den neuen Herren. Und wer sind die neuen Herren? Die Herren der Insel. Nimm dich vor ihnen in Acht. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Am besten, du brichst erst gar nicht dahin auf. Du verheimlichst mir etwas. Nein, ich kann es nur nicht aussprechen. Was kannst du nicht aussprechen? Na, das. Ich kann dir nichts sagen. So wird das nichts. So wird das wirklich nichts. Wahrscheinlich muss ich mir das mal angucken. Bin ja mal gespannt, was ich da noch alles mir in den Weg stellen möchte. Gerade die Schatulle mit. Die neuen Herren der Insel. Was auch immer das sein mag. Schütze mal darüber, ne? Schon irgendwelche Alps oder so. Obwohl die ja eigentlich sollten die ja hier rumwuseln. Irgendwas, ich glaube, irgendwas hat da gerade Verdauungsprobleme. So wie sich das anhört. Ich hoffe mal, dass es nicht so extrem viel radioaktiv verseuchte Gebiete hier noch gibt. Wenn ich könnte, würde ich die Alps hier antanzen lassen und ins Meer treten. Nun müsste ich mir wohl ein zweites Paar Stiefel für das Vorhaben zusammenkratzen. Ach so, Stiefel sind ja nicht verkehrt. So, seid ihr jetzt hier die neuen Herren? Na? Kleriker, ne? Legat, Schrottsammler. Folgt mal. Schrottsammlerin. Na dann. Mit dir.
Doch bevor du das Wort an mich richtest, will ich von dir wissen, wie du zu den Outlaws stehst. Wieso willst du das wissen? Weil ich wissen will, was ich von dir zu halten habe. Also? Ich habe vor, mich ihnen anzuschließen. Du willst dich diesem Ungeziefer anschließen? Angesichts dieser Umstände wäre es klug von dir, meine Gastfreundschaft nicht übermäßig zu strapazieren. Wieso greifen die Outlaws dich nicht an? Weil ich mich der Macht Kalans bediene. Ihr Verstand ist schwach, so war es mir ein leichtes, sie zu suggestieren. Sie tun, was ich ihnen sage, und meine Befehle sind eindeutig. Das müssen sie auch sein, sonst verstehen ihre kleinen Hirne meine Anweisungen nicht. Und wie lange hält das an? Solange ich es will. In ihren Augen bin ich ihr neuer Herr. Was ist dein Auftrag hier? Auf diesem entlegenen Flecken gibt es jede Menge Rohstoffe, die wir für unsere Schmelzöfen brauchen. Material, das zur Herstellung unserer Kampfmaschinen unerlässlich ist. Warum ausgerechnet hier? Ignadon ist weit weg. Hier können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen, weil der Vorrat an Altmetall groß ist. Und zum anderen, was wir uns aneignen, fällt nicht in die Hände der Outlaws. Das schmälert die Macht ihres sogenannten Dukes und könnte dazu führen, dass sich seine Männer gegen ihn stellen. Du konntest hier jeden ohne Widerstand suggestieren. Es war nicht ganz einfach, aber ja. Meine Erfolgsrate lag bei annähernd 100%. Hört sich für mich so an, als wäre es nicht so reibungslos gelaufen, wie du es mich glauben lassen willst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So ist das nun einmal. Einer aus ihrem Haufen war anscheinend nicht ganz so dumm wie der Rest. Er hat die Flucht dem Widerstand vorgezogen. Und du hast ihn entkommen lassen? Es war nicht geplant, falls du darauf anspielst. Wir haben diesen wilden Haufen in der Nacht überrascht. Aber der Kerl muss uns wohl bemerkt haben. Es wäre zu gefährlich gewesen, ihm nachzustellen. In der Dunkelheit lauern zu viele Gefahren. Außerdem bin ich sicher, dass er mir bald in die Falle läuft. Vor einiger Zeit hat sich jemand an unseren Nahrungsvorräten vergriffen. Es steht außer Frage, dass dieser Feigling der Urheber war. Dabei hat er von mir nichts zu befürchten. Alles, was ich will, ist mein Eigentum zurück. Dein Eigentum? Ja. Neben der Nahrung hat er mich meiner Waffe beraubt. Diese behelfsmäßige Waffe, die ich mit mir führe, ist ein unwürdiger Ersatz. Sorg einfach dafür, dass ich meine Waffe zurückbekomme. Und ich garantiere ihm freies Geleit, wenn er meinen Weg noch einmal kreuzt. Der Duke wird sich dein Verhalten nicht lange bieten lassen. Ich habe ihn auch nicht nach seiner Meinung gefragt. Das ist auch nicht notwendig. Einen Moment. Weißt du etwa mehr, als ich weiß? Dem Müllbaron ist nicht entgangen, dass die Lieferungen ausbleiben. Unmöglich. Dieses Ungeziefer suhlt sich im Dreck und vergnügt sich mit seinesgleichen. Wie kann er da noch den Überblick behalten? Ich habe die Information aus erster Hand. Nun, dann muss ich unsere Strategie überdenken. Unsere Unternehmung muss geheim bleiben. Ein offener Kampf könnte hohe Verluste an Mensch und Material nach sich ziehen. Darum unterbreite ich dir einen Vorschlag, der einen großen Dienst für die Gemeinschaft der Kleriker darstellt. Mich interessiert nicht, was du zu sagen hast. Da du nicht unserer Gemeinschaft angehörst, kann ich kaum Respekt von dir erwarten.
Ich rate dir dennoch, meinen Vorschlag anzuhören. Tust du es nicht, werde ich dich auf der Stelle exekutieren. Ich kann dich schließlich nicht mit diesem Wissen entkommen lassen. Wenn dir an deiner Existenz gelegen, hör mich an. Ich werde dafür sorgen, dass die Outlaws von Zeit zu Zeit beliefert werden. Gerade so viel, um keinen weiteren Verdacht zu erregen. Du aber wirst ihnen weismachen, dass alles wieder wie gehabt abläuft. Kann ich also auf deine Unterstützung zählen? Ich bin dabei. Gut. Aber geh achtsam voran. Wer weiß, was dir blüht, wenn die Lüge auffliegt. Das Problem mit deiner Waffe kann ich lösen. Wenn du sie mir wiederbringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Du hast mein Wort. Na gut, so. Also ich werde die verraten, zumindest versuche ich es mal. Mal gucken, ob und wie das dann läuft. Wären halt 3 Stück. Wenn ich da mit einer Armee vom Mad Dings da ankomme, Mad Doc, sollte das ergehen. Wie gesagt, ich würde es ja gerne selber platthauen, aber ist halt nicht so möglich. Aber ich hoffe mal, es dauert nicht mehr allzu lang, bis wir dann auch mal hier mal jetzt den Dings beiwohnen können und man anständige Ausrüstung kriegen. Es wird Zeit. Nun gut, dann werden wir in der nächsten Folge mal zurückgehen. Beziehungsweise ich gucke mal, ob ich die... Wo ist denn das mit dieser Waffe? Mir mal anschaue. So. Die werde ich halt wahrscheinlich eh nicht führen können. Wo ist denn der? Ist da runtergelaufen. Aha. Ja, dürfte ungefähr gehen. Na gut, wir... Fußkrank. Teleportfelder benutzt. Wahrscheinlich. Ja, wir werden uns dann mal in der nächsten Folge mal auf dem Weg da unten hin begeben. Gucken, ob wir die Waffe kriegen. Und sagen mal Bescheid. Mal gucken, was das wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.